Moin, moin. Es ist gerade 23:37 Uhr und ihr könnt es vielleicht am Titel erkennen. Ansage an alle. Ja, warum ich diese Ansage mache? Heute Abend am 8. Juli war unser erster Schützenfestabend. Der Abend hat schön begonnen mit Zapfenstreich und so. Aber ab 10 Uhr, halb 11 wurde es unerträglich für mich. Viele wollten ja Fotos haben mit mir. Das ist auch kein Problem. Aber seht das so. Es gibt ein privates Leben und es gibt YouTube. Wenn ich so auf großen Veranstaltungen bin, habe ich eh schon genug Stress durch meine Reize, durch Autismus. Und da werde ich schnell aggressiv. Daher schaut, dass ihr mich nicht ansprecht. Fotos sind kein Problem. Macht sie lieber, wenn ich unterwegs bin und ihr mich dort trefft. Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, Bröpfingsee, da ist es ruhig, ihr seid alleine unterwegs und ihr trefft mich. Dann ist es kein Problem. Ja, dieses gilt auch für alle anderen Großveranstaltungen. Kirmesse, Schützenfeste. Ja, wenn ich zum Beispiel am Film bin, wisst ihr, ich bin beruflich unterwegs. Denn ich sehe YouTube für mich als Berufung, denn ich möchte euch schöne Videos machen. Ja, das heißt, achtet bitte demnächst darauf. Ich möchte euch nichts Böses sagen, aber ihr müsst einfach privat und privat unterscheiden. Das ergibt keinen Sinn. Aber es gibt ja privat in YouTube-Form und privat in Privatform. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Viele fragen sich wahrscheinlich, warum ich dieses Video so spät stehe. Ich musste heute leider um 11:30 Uhr das Fest verlassen, das Schützenfest, da ich meinte, meine Sicherheit ist gefährdet. Denn ich weiß nicht, es haben mich bestimmt 20 bis 30 Leute angesprochen, die ein Foto haben wollten oder mich lautstark angepökelt haben. Die möchten doch gerne Foto haben. Das möchte ich nicht. Das heißt, achtet einfach demnächst drauf, dass sie mich respektiert und ich sage nein, dann heißt es auch nein. Weil einige haben es auch probiert, ich habe nein gesagt, sie haben trotzdem drauf eingesprochen. Mit einigen Leuten habe ich auch ein Foto gemacht, aber da waren ruhige Ecken, sie haben mich ganz nett gefragt und wurden nicht aufdringlich. Ja, also hoffen wir mal, dass am 9. und 10. Juli die restlichen Schützenfesttage noch schön werden. Und lasst uns ein schönes Fest feiern, miteinander. Fotos kann man noch später machen, denke ich mal. Ja, ein schwieriges Thema. Aber ihr müsst es einfach akzeptieren. Ich möchte auch nicht um heißen Brei rumreden. Ich wollte eigentlich auch darüber kein Video machen, aber viele YouTuber kennen das Problem, wenn zu viele Leute da sind, wenn man zu berühmt ist. Aber ich meine, mit meinen 1050 Abonnenten bin ich noch nicht berühmt. Aber in Ramsdorf scheinen mich wohl alle zu kennen. Und da ist so ein Fotomob wahrscheinlich vor. Wie soll man sagen? Da kommt es einfach vor, dass mich tausende Leute anfragen. Es war schon krass. Ich hätte nie erwartet, dass es so weit kommt. Aber das ist der heutige Beweis am 8. Juli. Ja, es ist schon spät. Ich würde jetzt eigentlich feiern im Zelt. Aber nein. Ich sitze jetzt zu Hause und muss dieses eigentlich traurige Video drehen. Lasst uns doch miteinander feiern und Spaß haben. Ich möchte auch einfach mal abschalten von YouTube. YouTube ist nur ein Hobby und Schützenfest ist eine Leidenschaft, wo ich seit ein paar Jahren dabei bin. Das werden auch viele meiner Schützenbrüder wissen. Übrigens, sorry wegen der Scheißbeleuchtung, aber es ist einfach so. Und ja, lass uns das Video beenden, denn ich habe keine Lust mehr darüber zu sprechen.
Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt und denkt dran. Auch YouTuber sind Menschen und auch sie haben ein privates Leben. Respektiert sie. Ciao mit V, euer etwas trauriger Robin, der eigentlich einen schönen Schützenfestabend feiern wollte. Aber c'est la vie, ich bin jetzt zu Hause. Um 23.42 Uhr. Es ist eigentlich noch viel zu früh. Ja, aber tschüss. Schluchz.